Willkommen, liebe Abonnentinnen und Abonnenten, zurück bei Pokémon Weiß Edition 2. Jetzt wird endlich wieder Zeit für Action und das können wir machen, wenn wir hier mit einem reden. Das weckt Erinnerung. Du da! Folgt mir eine Runde auf dem Riesenrad. Ich denke, er kennt meinen Namen. Aber ja, da hat er uns ja einen schwarzen Weißen gesagt, dass er der Boss und die Plasma war. Also ziemlich crazy, weil das hat er so, ja, fahren wir mal mit und dann, haha. Du erinnerst mich an diesen Trainer. Ja? Der mysteriöse Mr. X, der nicht reden kann. Wobei, jetzt hat er ja scheinbar schon reden können, so hätte er sich die mit Sabine unterhalten können, aber... Jo. Da fällt mir ein, mit diesem Trainer war ich auch schon in diesem Riesenrad. Ja? Das ist wahr. Ob seine Träume wohl wahr geworden sind? Und ob wir uns mal wieder begegnen? Nun, wie wir von ihrer Mutter erfahren haben, suchte der Trainer N genauso. Warum er dann allerdings nicht in der anderen Region sucht, ist mir nicht ganz klar. Das hat die Erinnerung an jeden Tag in mir geweckt. Verzeih, zieh mich zurück. Ja, er kehrt dann in sein Schloss zurück. Und dort können wir nun mit vier verschiedenen Teams gegen ihn kämpfen. Sein Frühlingsteam, sein Sommerteam, sein Winterteam und sein Herbstteam. Ich werde ein bisschen in der Zeit herumspielen, damit wir das machen können. Und dann sehen wir uns da dann. Aber wollen wir jetzt gleich mal anfangen? Wie gesagt, wenn man nach Neujahrkalender geht, Januar, Frühling, Februar, Sommer, Herbst, März, April, Winter. Wir beginnen natürlich mit dem Frühling. Ich bin überrascht, dich hier anzutreffen. Aber du hast recht, Pokémon-Kämpfe sind die Unbekannte in der Formel, die Trainer dabei helfen soll, einander besser zu verstehen. Wollen wir also kämpfen? Ja. Gut. Ja. Und glaubt mir, sein Team ist scheiße stark. Hätte er das in Pokémon Schwarz und Weiß auf uns abgezogen, wir wären platt wie eine Flunder gewesen. Okay, beginnt mit Quaxo. Ohne Niesel. Ohne Niesel, zum Glück keine versteckte Fähigkeit, aber... Oh doch, mit Niesel, mit versteckter Fähigkeit. Ach du Scheiße, hätte ich das gewusst, hätte ich meine Magnezone vorher dann noch beigebracht, dann wäre ich hier einfach durchgewaged. Ich meine, das kann ich ja mit dem TMC näher jonglieren, aber... Okay. Passt auch. Aber nee, hätte ich das gewusst, hätte ich jetzt sowas von mit Donner hier um mich gehauen. Aber okay. Gut, dann hauen wir Quaxo mal raus. Nachdem Quaxo verschwunden ist, habe ich ja noch 5 Runden, ehe der Regen nachlässt. Der Regen bleibt so lange, wie Quaxo... Oma! What the fuck? Wie ich sagen wollte, der Niesel hindert einige Pokémon daran, ihre, ja, klar. Ja, klar, du Wichser. Der Niesel bleibt so lange da, bis entweder ein anderer Wettereffekt kommt, oder eben Quaxo stirbt. Und nachdem Quaxo stirbt, noch 5 Runden. Also das hätte durchaus hingehaut. So, und ich bin schneller, komm. Yes. Ach du Scheiße. Ja gut, ich habe jetzt schon mit Magnezone geplant. Weil sonst habe ich hier echt ein Problem. Und ja gut, also gut, gegen Amoroso hätte ich natürlich Wayman rausgeholt, weil da ist er natürlich absolut ideal mit einer Vierfachstärke. Aber ja, ihr seht schon, hohe Level in seinem Team und echt stark. Und der Grund, dass ich die Sonderbonbons so nicht verteilt habe, naja, ich denke, durch diesen Kampf kann ich noch sehr gute Erfahrungen mitbekommen. Das würde ich auf jeden Fall nicht missen. So, und Starmie. Hätte ich das gewusst, hätte ich davor noch ein paar Mal einrollen gemacht, aber... Ja, ich dachte, ich könnte es mit Magnezone machen. Aber auch nicht so schlimm, Seppi Royal kriegt das auch gut hin, wie ihr es seht. Kabutops hat recht. Eigentlich hatte ich ihn nur geplant gegen Amoros und Kabutops und... Lanton hat er, glaube ich, noch. Autsch! Autsch, und er ist schneller. Gut, Kabutops ist ein sehr schnelles Pokémon, aber Seppi Royal war auch schnell. Ich dachte, vielleicht könnte ich es mit 4 Level Vorsprung schaffen, aber nein, scheinbar nicht. Dennoch natürlich vierfach Schwäche, das war's für Kabutops. Und was hat er noch? Lanthorn, genau. Ich werde übrigens jeden Kampf in einem Part machen, falls euch diese Teams interessiert. Ich weiß ja nicht, wie ihr spielt, ob ihr euch nicht spoilern lassen wollt bei den Teams und... schon ein paar gemacht habt und sehen möchte, wie ich sie mache, aber mehr nicht oder so, deswegen eins nach dem anderen und nein, das hast du nicht gewagt, oder? Gut, da kenne ich zum Glück eine wertvolle Methode, nämlich Top-Genesung, die ich jetzt auch einsetzen werde auf Wayman.
damit die Verwirrung weggeht und gleichzeitig er auch wieder vollkommen aufgeheilt ist. Autsch. Na gut. Komme ich hier zurück und dann erledige ich Lanthorn. Bäm. Lebe wohl. So, war es das oder kommt da jetzt noch was? Es kommt doch wohl noch was, weil ich habe noch Überreste. Oh, Tentoxa. Mich wundert, dass er das jetzt erst so spät holt. Denn das wäre das perfekte Pokémon gewesen, um die Kill-Session von Wayman zu unterbinden. Das wäre das Einzige, gegen den er nichts hätte machen können. Verstehe ich ehrlich gesagt nicht. Und er hätte Wayman dann noch sehr effektiv treffen können. Ja, gut. Ed ist halt nicht der ideale Pokémon-Trainer, wie man hier merkt. Dennoch hat er sehr starke Pokémon. Und er quackt so mit Niesel. Und ja, den Voltentoxa. War zwar ein bisschen riskant, einen Boden-Pokémon rauszusenden, aber hat doch gepasst. Es freut sich, mit dir zusammen zu sein. Alles klar? Ich erinnere mich an etwas, das Reshiram einmal zu mir sagte. Warum geben sich Reshiram und Zekrom mit uns Menschen ab? Offenbar, weil sie sich davon neue Perspektiven erhoffen. Doch laut Reshiram gibt es in der Wildnis auch viele Pokémon, die es vorziehen, aus eigener Kraft Stärke zu erlangen. Für ein Pokémon bedeutet Freiheit, sich zwischen diesen verschiedenen Lebensstilen entscheiden zu können. Reshiram sagte, genau dies verbindet die Menschen und die Pokémon auch miteinander. Für mich beginnt nun eine neue Reise. Es gibt auf der Welt doch viele Pokémon, mit denen ich dringend reden möchte. Außerdem hält sich irgendwo da draußen noch ein gewisser Trainer auf, bei dem ich mich gerne bedanken möchte. Ja, keine Sorge. Wenn wir Sommer machen, kommt er wieder. Aber das im nächsten Part. Wenn der Part euch gefallen hat, dann Daumen hoch, wenn nicht Daumen runter. Und wir sehen uns dann das nächste Mal wieder bei seinem Sommerteam. Bis dann.